Was könnten ein Kühlschrank und eine Badewanne miteinander zu tun haben? Wir fangen mal ganz einfach an. Wenn ihr schwimmen wart, zum Beispiel im Meer, und ihr kommt nach draußen, dann fängt er an zu frieren. Woran liegt das? Nicht unbedingt daran, dass ihr zu lange im Wasser wart. Es liegt daran, dass die Sonne auf eurer Haut die Wassertröpfchen verdunstet. Dadurch wird euch kalt. Was ganz Ähnliches passiert, wenn ihr Fieber habt, krank seid und im Bett liegt. Und die Mama macht einen feuchten Wadenwickel. Auch das Wasser in dem Handtuch verdunstet. Und dadurch geht das Fieber runter. Und ihr werdet hoffentlich bald wieder gesund. Diesen Effekt, dass man mit verdunstender Flüssigkeit was kühl machen kann, kann man auch benutzen. Wenn ich in dieses nasse Handtuch was einwickle, zum Beispiel eine Limonadenflasche, dann kriege ich die kühl. Nicht durch das kalte Wasser, sondern dadurch, dass die Flüssigkeit verdampft. Die verdunstende Flüssigkeit entzieht nämlich ihrer Umgebung Wärme, auch der Limonadenflasche in dem Fall. Das funktioniert aber nur, solange genügend Feuchtigkeit im Handtuch drin ist, also Wasser. Das muss immer nass sein, sonst geht's nicht. Und nun zurück zu unserer Badewanne. Eine Badewanne mit heißem Wasser haben wir auf die Wiese gestellt. Auch hier verdunstet Feuchtigkeit, nämlich das Wasser. Und bei diesem Verdunsten wird dem Wasser und der Umgebung, also der Badewanne, Wärme entzogen. Erstmal geht der Dampf, das was verdunstet, einfach in die Luft. Wenn ich aber eine zweite Badewanne nehme, stülpe die auf die erste, dann kann das, was verdunstet, nicht mehr so einfach an die frische Luft, sondern es bleibt zwischen den Wannen. Wenn ich jetzt ein Rohr nehme, baue das oben an die zweite Badewanne, dann leite ich das, was innen verdunstet, um, und das kann nur durch das Rohr nach draußen. Da kommt der Dampf. Man sieht ihn ganz deutlich. Wenn ich jetzt noch was mache, nämlich hinten an das Rohr ein kleines Dach anbaue, dann kann das, was innen verdunstet, nicht mehr einfach so ins Freie, sondern muss an diesem Dach vorbei. Also das Wasser unten verdampft, dabei wird der Umgebung Wärme entzogen. Das, was verdunstet, leite ich durch das Rohr um. Das muss an dem Dach vorbei und diese Wärme heizt dabei das Dach auf. Der Dampf wird dabei kühler und es bilden sich Wassertröpfchen, die auf den Boden tropfen. Wie heiß dieses Dach bei dieser Aufheizerei wird, kann man sehen, wenn ich ein Stück Butter nehme. Das Dach ist heiß geworden, fast wie eine Bratpfanne. Es brutzelt richtig. Und die Butter schmilzt und will sofort nach unten flitzen. Schwupps, weg ist sie. Wenn ich das jetzt immer weiter mache, die Hitze von drinnen heizt außen das Dach auf und die Tropfen fallen zu Boden, dann könnte es passieren, dass die Badewanne leer ist und keine Flüssigkeit mehr zum Verdunsten da ist. Jetzt kann ich aber zum Beispiel einen Trichter nehmen und kann den unten an das Dach dranhängen. An den Trichter mache ich einen Schlauch und den stecke ich wieder in die Badewanne. Dann sammle ich mit dem Trichter alle die Tropfen, die oben runter tropfen. Und durch den Schlauch geht die Flüssigkeit zurück in die Badewanne. Es ist also in der Badewanne immer genügend Flüssigkeit zum Verdunsten oder zum Verdampfen da. Somit habe ich einen geschlossenen Kreislauf, so nennt man das. Und so funktioniert im Prinzip ein Kühlschrank. Eine Kleinigkeit muss ich noch machen. Ich muss nämlich ein Häuschen bauen. Erstmal eine Rückwand, zwei Seitenwände, ein Dach, eine Schwelle und eine Tür. Und dann gibt es plötzlich einen drinnen, wo die Badewannen stehen. Und es gibt einen draußen, da, wo ich an dem Rohr jetzt gleich wieder das Dach festmache. Ein Kühlschrank ist also eigentlich nichts weiter als eine Wärme von drinnen nach draußen Transportiermaschine. Und wichtig ist noch, dass der Kreislauf geschlossen ist. Also das, was abtropft, muss wieder rein. Das Wasser, was jetzt in den beiden Badewannen verdunstet, entzieht jetzt nur noch dem Raum innerhalb unseres Häuschens die Wärme und schaufelt die nach draußen. Und das gibt's im richtigen Kühlschrank auch. Achtung! Seht ihr die beiden Badewannen? Nee? Klar, räumen wir erstmal aus. Was draußen auf der Wiese unsere großen blauen Badewannen waren, das ist im richtigen Kühlschrank viel kleiner und flach hinten an der Wand. Dieses weiße Teil, seht ihr das? Das da. Sonst hätte man auch keinen Platz, Sachen reinzuräumen. Und wenn das durchsichtig wäre, könnte man sehen, dass auch da eine Flüssigkeit drin ist, die verdampft. Allerdings ist das nicht Wasser, wie bei unseren Badewannen auf der Wiese, sondern Isobutan.
Eine Flüssigkeit, die schon bei Minustemperaturen verdampft, verdunstet und dabei dem Innenraum Wärme entzieht. Also das Gleiche wie unsere Badewanne. Und was bei unserem Kühlschrank draußen auf der Wiese die Stelle war mit dem Dach und dem Trichter dran, das gibt's beim richtigen Kühlschrank auch. Allerdings sieht es da etwas anders aus. Erstmal umdrehen. Beim richtigen Kühlschrank sind hinten solche Schlangen und Rippen. Die Rippen sind das gleiche wie unser Dach. Nie anfassen, wenn ihr mal einen seht. Die sind richtig heiß. Und wenn das durchsichtig wäre, Achtung, Licht aus, dann könnte man sehen, wie dieser Dampf von drinnen sich langsam abkühlt und wieder zur Flüssigkeit wird. Ganz oben, wo der Dampf rauskommt von drinnen, ist er noch sehr heiß, gibt dann seine Wärme an diese Kühlrippen ab. Und langsam bilden sich Tröpfchen, so ähnlich wie bei unserem Dach, immer mehr Tröpfchen, bis gar kein Dampf mehr da ist und nur noch Flüssigkeit, die dann wieder nach drinnen transportiert wird, um wieder neue Wärme von drinnen nach draußen führen zu können. Der Kühlschrank funktioniert also nur deswegen, weil drinnen die Kühlflüssigkeit verdunstet und draußen die Wärme an die Kühlrippen abgibt. So, Licht wieder an. Und wieso braucht der Kühlschrank jetzt Strom? Beim richtigen Kühlschrank ist noch eine Kleinigkeit anders. Der richtige Kühlschrank hat unten einen Kompressor. So sieht das Ding aus, brummt ein bisschen. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Pumpe, die den Dampf von drinnen nach draußen pumpt und die abgekühlte Flüssigkeit wieder nach drinnen. Und wenn man drinnen am Rädchen höher oder niedriger dreht, dann sagt man dem Kompressor nichts anderes als schneller oder langsamer Flüssigkeit pumpen. Und nur für die Pumpe braucht der Kühlschrank den Strom. Dass es im Kühlschrank kühl ist, entsteht nur dadurch, dass drinnen Flüssigkeit verdampft und dem Innenraum Wärme entzieht. Damit keine neue reinkommt, hat der Kühlschrank dicke Wände. Und deswegen, wenn man den Kühlschrank aufmacht, den nicht so lange offen lassen, dass nicht durch die offene Tür so viel Wärme reinkommt, die dann mühsam nach draußen transportiert werden muss. Unser Kühlschrank auf der Wiese wäre deswegen auch niemals sehr gut gewesen. Die Wände da sehen zwar dick aus, sind aber nur aus Papier. Die hätten den Innenraum nicht gut isoliert. Aber jetzt wisst ihr, was ein Kühlschrank und eine Badewanne miteinander zu tun haben können. Nur so konnte ich euch erklären, wie ein Kühlschrank funktioniert.